Oh, mal ein bisschen leiser, da oben ist Licht an. Und das Auge ist auch schon wieder da, das heißt, sehr wahrscheinlich eines von diesen Wesen wird uns gleich begegnen. Weil das immer das Zeichen von diesen Wärtern ist, das Auge. Eine Toilette. Oh, und zwei kleine Freunde. Die laufen weg. Ich will mich aber umgucken. Kommt mir auch wieder bekannt vor. Haben die das auch schon gespielt? Ich glaube fast. Okay, hier ist... Ah ja, genau. Das war das, was... ich erinnere mich. Den Schrank konnte man wohl auch irgendwie ziehen. Ne? Also nur wir nicht, weil wir zu klein sind. Aber die großen Wesen... Und genau, das hat Gronkh auch gespielt. Den Teil. Aber hätte ich wahrscheinlich das nur drauf aufpassen müssen. Okay, da komme ich nicht ran, also brauche ich den Koffer. Da hinten ist noch eine kleine Figur. Habe ich eben schon wieder gesehen. Ist doch eine. Hier? Hä? Was machst du? Okay. Zerstören! Also den Krug kann ich scheinbar nicht mitziehen. Gehen hier mal hoch. Gucken wir uns mal die Welt von oben an. Ah, Beine. Geht mal weg, Beine. Ich sehe doch nichts. Ja. Und jetzt? Kann ich hier oben nichts machen. Wieder runter. Das ist eine Hose, oder? Warum hängt denn hier eine Hose? Wahrscheinlich zum Trocknen oder was? Die große. Okay, den Schlüssel da oben brauche ich auf jeden Fall. Ich spoilere euch mal nicht, weil ich jetzt tatsächlich weiß, wie es weitergeht gerade. Zumindest halbwegs, weil ich, wie gesagt, das Let's Play geguckt hatte. Und dadurch halbwegs weiß, was ich als nächstes machen muss. Jetzt ist die Frage, kriege ich es überhaupt hin? Das werden wir gleich rausfinden. Ja. Geräusche. Hui. 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 Okay. Oh, Speicherpunkt. Das ist ein Bild von jemandem mit so einer Art Schutzmaske oder sowas. Kann man mal machen. Das Licht hat mich gerade voll geblendet. Hui! Ja, das hält sie aus. Den brauchen wir. Zack. Und, oh, ist das niedlich. Ist runtergefallen, hebt sie wieder auf. So. Dann müssen wir nämlich hier durch. Moment. Kann ich wieder was zerstören? So. Und wie werfe ich jetzt die Schlüssel darauf? Ah! Okay. Um ein getragenes Objekt zu werfen. Ja, das sagt ihr mir früh. Aber egal, alles cool. Habe ich vorher schon rausgefunden gehabt auch. Okay. Jawoll! Open the window, the door. And let me in. So. Oh. Ah, okay, also diesen Teil ungefähr zumindest kenne ich. Weil er nämlich Thema des Let's Plays oder des Let's Test oder wie auch man das nennen möchte. Ich bin ja nicht so firm in der ganzen Sprache. Bei Gronkh war. Natürlich. Was ist das für? Das sind doch kleine Socken, oder? Da oben? Das sind doch Mini-Socken. Das sind doch. Ja, wenn ich ganz schon meine Füße nehme.
Ja, das hat richtig gut geklappt. Was? Wieso klappt das nicht? Kann ich mich bloß verstecken? Mir war so, als ob das. Okay, mal gucken, was hier noch so ist. Hier, da geht nichts. Da auch nicht. Ich kann aber bloß das machen. Kann ich wahrscheinlich hochklettern? Gucken wir uns mal kurz an. Irgendwas erreichen. Nope. Na gut. Bloß im richtigen Winkel scheinbar. Stehe ich? Ich stehe doch aber drunter, oder? Hä? Doch eben höher geworfen. Ja, okay. Ich war zu weit weg. Alles klar. So, jetzt. Bitte. Du? Du musst nicht immer weg. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, ob was passiert oder nicht. Deswegen lieber mal auf Nummer sicher gehen. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, dass man was weiß, was passiert, ne? Aber gut. Endet ja auch gleich wieder. Die haben ja nicht so viel gespielt. Einfach fallen gelassen. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ich glaube nicht. Oh nein, ich hab schon wieder Hunger. Okay. Find something to eat. In dem Moment läuft die Ratte durchs Bild. Genau. Klar. Muss ich wirklich die Ratten essen? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber es, immer, wenn ich Hunger habe, ist die Ratte in der Nähe. Denn helfen? Ich hab... Ich kann nichts machen, oder? Oh Gott, es wird immer schlimmer. Oh feia! Da hängt eine Ratte oben. Kann ich die essen? Da liegt was auf dem Boden. Ah, da ist auch eine Ratte. Aber die essen da irgendwas. Mal weg, das ist meins. Rohes Fleisch! Oh nein, ich bin... Ach, ich weiß schon aus. Ah, verdammt. Ich komm... Ich... Nein, ich will... nicht. Ich muss da rein. Ich muss es essen. Und ich werde gefangen, bestimmt. Es war so. Es, was? Hör auf zu essen, reicht schon. Ist genug? Nein! Hilfe. Oh, er hat mich gerade durchgeschüttelt. Oh, ich habe die Tasten immer noch. Ich halte die Tasten immer noch fest. Oh nein, was sind. Oh. Wir können 6. Ja. Los. Wo ist denn hier? Raus! 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 Da man ja überhaupt keinen Krach macht, ne? Mit. Kann ich euch helfen? Ich benutze dich mal. Aber da oben ist ein. Das ist auch ein Hebel, oder? Ich gucke mich erstmal um, ob hier noch irgendwas ist, was ich betätigen kann oder so. Oh, sind da überall diese kleinen Wesen drin? Oh, guckt euch das mal an. Die sind zwar nicht mit dem gelben Mantel, aber das sind auch alles kleine Mädchen, wie es aussieht. Hier unter mir direkt, die macht hier die Mankind-Position. Hört wahrscheinlich auch ganz leise irgendwo Klaviermusik. Ja. Ist hier noch irgendwo was? Ah, da ist eine Tür auf, Moment. Geht nicht, oder? Doch, geht. Entschuldigung. Nein! Lampe! Oh Gott! Hilfe! Oh. So kann man sich dann auch, wenn man Collectibles hat, so kann man sich sowas
Okay, es ging scheinbar bloß darum. Hier kann man auch sterben. Ja, ich denke mal einfach runterspringen. Aber wir sind vorhin schon mehrfach gefallen. Also vorhin für euch in einem anderen Teil, aber das ist ja eine Spielsession. Deswegen versuche ich heute mal wirklich nicht noch mehr hier irgendwelchen Quatsch zu machen und so eine ganze Menge Zeit zu vertrödeln. So, Mädchen, wir benutzen dich jetzt. Moment, ich gucke erstmal rüber, was da. Der ist doch der Typ mit dem Arm. Wo kommt denn der her? Durch die Tür? Wahrscheinlich, oder? Sonst ist ja nichts. Nee, das ist nichts. Gut. Ich frage mich gerade bloß, warum ich da freiwillig hin will. Sie, ich, wir, alle. Ja? Ich muss niesen. Ja. Entschuldigung. So. Drunter sind wir. Aber reicht nicht. Was? Wieso nicht? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte Gronkh auch ein Perspektivproblem. Hä? Moment. Was ist das hier? Warum? Hä? Aber es sieht doch. Es sieht doch so aus, als ob. Hä? Jetzt ist wirklich zurückgesprungen. Egal. Ich denke, weil ich wippen kann, muss ich wippen, oder? Eine. Ja, das ist sehr schön, dass du das jetzt sagst, Spiel. Benutze LS zum Schwingen und A zum Springen. Ja. So ein Hinweis muss doch vorher kommen, oder? Die Hinweise kommen immer ein bisschen spät, oder? Ist das jedes Mal so gewesen? Ist das der Raum, wo vorher die kleinen Wichtel waren? Kann ich Kerzen auch anzünden? Geil. Das finde ich ein cleveres Detail. Oh nein, was ist denn die Guillotine? Oh, die ist sogar blutig. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Eine Mini-Guillotine. Weil die dir doch überhaupt keinen Krach machen. Schwarze Füße. Okay, Licht aus. Ui. Okay. Oh. Ja. Ah. Ah, hallo. Oh Gott, bist du eklig. Was machst du da? Was ist das? Teig? Nee, Papier, oder? Was ist denn das? Was machst du denn da? Keule! Was wird denn das? Ist das. Ist eine von dem. Ist das eine von. Ist das eine von den Mädchen, oder? Da oben ist so ein komischer. Oh, warte, warte. Ich muss weg. Achso, okay. Hä? Nein, oh nein. Machst du jetzt? Okay. Oh, das zum Glück sehen wir nicht, was er macht. Okay. Nicht in die. In den Käfig. Offensichtlich. Und ganz wie es aussieht, auch nur auf diesen papierähnlichen.
Rollen, Teig oder was auch immer es dann ist, gehen. Geronimo! Oh, ich bin daneben gerutscht! Oh. Wieder zu. So, das war doch. Was ist das? Textilberg. Wahrscheinlich ist es die Wäscherei oder sowas. Der ist der Wäschemeister. Okay, auf jeden Fall muss die Kurbel da in das Ding rein. Wie ist die Kurbel blutig? Warum ist die Kurbel blutig? Weiter, ne? Dass ich irgendwas noch übersehen habe. Ich lass das lieber. So, Kurbel. Darin. Und dann kurbeln.